mit unserer Übertragungstechnologie und wir geben das dann weiter an Datenerfassungssysteme. Das heißt, wir haben den Sensor, der die Größe erstmal erfasst. Wir haben unsere Verstärker, die das präzise, hochgenau verstärken. Und dann haben wir unsere Übertragungsstrecke. Dort steckt ein Großteil unseres Know-hows. Wir übertragen entweder induktiv oder auch per Funk. Und dann geben wir das Ganze weiter an unsere Auswerteeinheiten und eben später an die Datenerfassungssysteme und es wird eine Analyse der Daten gemacht. Heute möchte ich vor allem auf die Anwendungen eingehen und zunächst mit der Bahn starten. Die Bahnindustrie und ihre Herausforderungen. Die Eisenbahnnetze gibt es schon länger auf dieser Welt, in jedem Land ihr eigenes. Jetzt sind die älter, jetzt müssen die gewartet werden. Die degradieren auch wenn es Stahl ist und sie sehr solide gebaut sind. Dazu kommt, dass die Züge immer schneller werden. Diese Bahnnetze müssen auch immer präziser gefertigt werden. Und es werden neue Linien entwickelt und dann natürlich die alten auf neuesten Stand gebracht. Und diese Arbeiten werden meist an Subunternehmer vergeben. Diese Subunternehmer müssen dann von der jeweiligen Organisation überprüft werden, weil, ich sage jetzt mal, die Deutsche Bahn stellt da nicht einfach ein ICE drauf und lässt den mit 200 Sachen über so ein komplett neues Netz fahren, ohne dass sie vorher eine präzise Messung gemacht hat, ob dieses Schienennetz überhaupt der Anforderung gewachsen ist. Was ist also die Anwendung im Bahnbereich? Die Radlasten, darüber kann man dann Rückschlüsse führen auf das Schienennetz, natürlich auch auf die Räder selbst und das Antriebsmoment von diesen Radachsen. Als Beispiel, ich habe gerade eben schon kurz darüber gesprochen, nehmen wir mal gleich die Deutsche Bahn. Wir sind heute in Deutschland, also die Deutsche Bahn ist ein Kunde von uns seit mehreren Jahrzehnten und arbeitet mit unseren breitbandigen Systemen. Die messen dort eben Frequenzen bis 10 Kilohertz. Und inzwischen gibt es auch Anläufe, nicht bloß den Dehnungsmessstreifen zu verwenden als Sensor, sondern auch mit den neuen optischen Fiber-Break-Ratings zu arbeiten. Ich habe jetzt hier mal Beispiele. Hier sehen Sie das Rad, ein Rad des Zugs. Sie sehen, wie wir hier mit unserer Statorantenne induktiv die Energie in das Rotorsystem einbringen und eben die Daten gleichzeitig rausnehmen. Auf der linken Seite sehen Sie, wo Sie die vielen Knöpfe, die silbernen sehen. Das ist ein Verstärker, speziell entwickelt für die Deutsche Bahn in dem Fall. Der wurde auf eine Antriebswelle, ist keine Antriebswelle, auf eine Radachse montiert. Und in dem Fall sehen Sie jetzt hier die Pickup, also unsere Statorantenne und hier die Rotorantenne, die das Ganze dann aufnimmt, das HF-Feld und den Verstärker und die Sensoren speist. Das sieht natürlich bei der Bahn alles sehr robust aus. Hier haben wir so ein ganzes Paket. Auch hier sehen Sie die, vielleicht einfacher so. Auch hier sehen Sie die Pickups, die verteilt sind. Sie sehen die applizierten Wellen. Und ich habe sicher noch ein schönes Bild nachher, wo wir die Räder appliziert haben. Hier eine ähnliche Anwendung. Das ist jetzt ein etwas größerer Verstärker. Hier sehen Sie noch die, vielleicht können Sie es sehen, die Verdrahtung der Dehnungsmessstreifen hier und auf dieser Seite. Es mundet eben dann alles in diesen Verstärker. In dem Fall ist das ein Funksystem. Sie sehen hier die Funkantenne, steht auch klar hier. Es ist ein Funksystem in dem Fall. Das heißt, hier an der Stelle wird mit Batterie die Rotorseite versorgt. Es gäbe die Möglichkeit, dass wir es auch induktiv energetisch speisen und die Datenübertragung per Funk machen. Also die Möglichkeit besteht auch. Ja, hier sieht man es vielleicht noch mal besser, habe ich es ein bisschen vergrößert. Die ganzen Dehnungsmessstreifen, die ganzen Lötstützpunkte, die das dann verbinden und hier mal eine offene Elektronik. Ich muss dazu sagen, diese Systeme sind alte Systeme. Heutzutage geht es natürlich noch kleiner. Die Deutsche Bahn hat aber gern immer das gleiche Produkt und deswegen sehen Sie jetzt hier diese etwas robusteren Gehäuse, weil da geht es natürlich schon auch zur Sache. Wie sieht so ein System aus, wenn es bei uns das Haus verlässt? Ich dachte, das sieht es auch, ist auch ein schönes Beispiel. Wir haben hier eine Auswerteeinheit, die hier ist jetzt voll digital, das heißt, da übertragen Sie über Ethernet die ganzen Signale. Sie haben hier, das sind die neuere Generation von Verstärkern, das heißt, das ist jetzt unser, in dem Fall ein 12-Kanal-Verstärker. Ja, und hier haben wir dann noch Funk,
Hier wird über Funk übertragen. Hier eine typische Applikation, um eben die Radlasten zu messen. Die Applikation ist nicht von Manner, also das wurde von der Deutschen Bahn selbst gemacht. Nur die Technologie zur Übertragung ist dann von uns. Hier sehen Sie jetzt einen kleineren Verstärker und eben die Funkstrecke, hier die Antenne, funkt dann quasi in die stationäre Seite rein und dann geht es eben weiter zur Auswerteeinheit. Das war eine Erprobung von TU Graz in dem Fall. Verstärkertechnologie ist aber die gleiche wie für die Deutsche Bahn. Hier haben wir auch noch ein schönes Beispiel, da geht es jetzt wirklich um den Antrieb von der Achse. Hier haben wir eine große Statorantenne, das entspricht jetzt dem soeben gezeigten roten Pickup. Und die Rotorseite ist dann quasi hier direkt appliziert auf der Welle. Hier haben wir einen großen Abstand, weil sich diese Achse doch bewegen wird und eben um immer Empfang zu haben, immer genug Leistung ins System zu bringen, haben wir uns für einen umschließenden Ring hier entschieden. Ich hatte vorhin erzählt, dass wir eben auch schon Faser-Bracketer, also optische Sensoren, mit in das System verheiratet haben. Wir arbeiten da zusammen mit der Firma Phisense, die quasi die Auswertung des optischen Signals übernimmt und uns die Daten dann bereitstellt. Und wir schicken diese Daten dann vom rotierenden System rüber. Also die Wandlung optisch-elektrisch erfolgt auf der Rotorseite und wir speisen das mit in unseren Datenstrom ein und dann werden die Daten übertragen. Das heißt, das Phisense-Gerät spricht mit unserer Rotorelektronik und wir arbeiten dann eben über die dementsprechenden Modulationen beziehungsweise über die Datentransfer und der Energietransfer geht hier über diese Antennenkoppler. Hier ist der Luftspalt, sprich bis hier sind wir im rotierenden System und hier kommen wir dann auf die statische Seite. Hier haben wir eine Realisierung für die französische Bahn in dem Fall. Da ging es um 4x8-Kanalsysteme, das heißt ein Satz wurde quasi ausgestattet. Die machen dort Drehzahlmessungen und auch die Radlasten. In dem Fall ist es ein rein induktives System, das in einer Auswerteeinheit speisen wir quasi vier Systeme, die dann parallel simultan das Ganze abtasten und weitergeben. Ganz kritischer Punkt bei solchen, wir arbeiten meistens oder der Kunde wünscht es, mit zwei Halbschalen zu arbeiten. Diese extremen Schocks, die aber bei diesem Überfahren von Gleisen und Schnittstellen auftreten, sind nicht zu unterschätzen. Also ganz kritisch ist diese Schnittstelle hier, weil wir brauchen für eine Induktion einen geschlossenen Ring. Und wenn wir dieses nicht absichern mit geeignetem Know-how, wie könnte man das mechanisch realisieren, wird man dort immer Probleme haben. Also das ist so ein kritischer Punkt, den wir gelöst haben. Die französische Bahn möchte quasi axial drauf gehen. Das heißt, wir haben die Antennenkopplung in dem Fall hier anders orientiert. Im Prinzip funktioniert es aber genau gleich, wie wenn wir radial reingehen würden. Das ist eines der neuesten Projekte für die italienische Bahn. Das ist ein Aluträger in dem Fall mit einem Hartgewebe-Epoxidring. Diese Konstruktion musste brandschutzmäßig abgenommen werden vom TÜV und deswegen hat sich das so ergeben, dass wir eben teilweise brennbare Materialien reduzieren mussten, dass wir genau in die Norm fallen, in die Bahnnorm, die europäische. Hier haben wir verschiedene Systeme. Wir haben einmal 8-Kanal, wir haben 2x4-Kanal und das im Moment in Produktion befindliche System ist dann ein 4x8-Kanal-System. Die Durchmesser sind natürlich jedes Mal anders. Je nach Zug, der bestückt werden muss, muss man sich dort anpassen. Auch hier wird eben die Last auf den Rädern gemessen. Es wird die Drehzahl mit erfasst. Und es handelt sich hier um eine rein induktive Telemetrie. Dieses Design, das wir für jeden Kunden anbieten, ist im Haus entwickelt. Also wir haben in-house Konstrukteure und Konstruktorsbüros, um diese Konstruktion zu machen. Wir simulieren das auch alles nochmal mit FE, um zu sehen, ob wir wirklich den ganzen Lasten standhalten können. Ich habe eben schon gesagt, es war ein bisschen eine Herausforderung, dieses Design hier durch die Norm zu bringen. Also wir reden hier von der Bahnnorm. Es geht da nicht bloß um die mechanische Festigkeit, um die
Brennbarkeit, die natürlich gedämmt sein muss. Es geht auch um die ganzen Umwelteinflüsse, IP67. Geht es um Feuchtigkeit und es geht auch um sehr kalte Temperaturen oder feinen Staub. Und ein großer Punkt ist natürlich hier das Verhalten EMI oder EMC, das getestet wird in den Laboren. Wir dürfen nicht über der Norm abstrahlen und die Normen werden immer geringer. Und hier haben wir dann zusammengearbeitet mit unserem Zertifizierungslabor und haben das eben auf die Strecke gebracht. Das System ist komplett zertifiziert worden. Das war jetzt ein kurzer Einblick in die Bahn. Möchte ich gleich weitergehen zu unserer Luftfahrt. Wir sind als Unternehmen sehr luftfahrtaffin. Wir sind breit aufgestellt, aber wir haben einen gewissen Faible für unsere Luftfahrt. Und die Applikationen in der Luftfahrt sind jetzt nicht nur die großen Flächenflieger, wie Sie gerade gesehen haben, also die Fixed-Wing-Aircraft. Wir haben auch zwei Serien für Helikopter, also in dem Fall für Airbus, bestücken wir zwei Standardserien mit einer sogenannten Mastmomentanlage. Es sind sehr viele neue Entwicklungen mit diesen eVTOLs, also meistens Drohnen. Es geht auch um Ariane-Raketen. Wir sind eigentlich immer irgendwo on board. Beispiel ist jetzt hier für Aircraft Industry die Flaps. Also die Flaps an sich, die drehen sich jetzt nicht, aber die Antriebe oder die Getriebe, die dann eben die Steuerstangen antreiben, die drehen sich sehr wohl. Dort haben wir mit Airbus viel zusammengearbeitet. Das sieht dann in etwa so aus. Das sind lange, ewig lange grüne Stangen. Und dort muss man eben diese Momente überwachen. Und so kann man nämlich auch sehen, wenn diese Momente größer und größer werden, dass die Getriebe gegebenenfalls schon Schaden haben und man vielleicht in die Maintenance sollte, bevor ein das System ausfällt. Dann haben wir sehr viele Applikationen im FTI, also Flight Test Instrumentation für Hubschrauber. In dem Fall hier ist es der Schweizer Hersteller. Unverkennbar, es geht hier um ein Main-Rotor-System. Das ist also der Rotor-Hub von einem Hubschrauber. Dort ist eine 72-Kanal-Anlage drin, induktiv gespeist. Und wir haben einen Tail-Rotor hier. Das ist jetzt in dem Fall für diesen Kunden eine Radiotelemetrie gewesen. Dann jeder kennt vielleicht den Volocopter. Man kann ihn hier unten sehen. Er hat 16 Rotoren und das ist eben eine so eine Applikation. Also wir haben ein Rotorblatt, mehrere Rotorblätter bestückt und auch hier arbeiten wir mit einer induktiven Telemetrie. Des Weiteren natürlich die Flugantriebe. Auch diese Turbinen müssen weiter und weiter entwickelt werden mit dem Projekt Green Sky und Zero CO2 und was alles in die Welt gerufen wurde, um eben unsere Umwelt zu schützen und den Klimawandel zu verlangsamen. Da sind wir in sehr vielen Forschungsprojekten dabei. Turbinentelemetrien an sich sind sehr komplexe Systeme, die können bis zu 260, 265 Kanäle haben und da haben wir Datenraten von 320 Mbits pro Sekunde. Also das sind riesen Datenströme, um eben diese Flugturbinen effizienter zu entwickeln. Liefern wir Messdaten, damit die Ingenieure nochmal einen Loop drehen können. Flaps hatte ich schon angesprochen, ja, das sind diese Flaps für alle, die nicht luftfahrtaffin sind oder nichts wissen. Das sind also eigentlich diese Auftriebshilfen, die man bei Start und Landung braucht. Also wenn die nicht gehen, ist auch nicht so ganz optimal. Das heißt, da wird sehr viel Energie reingesteckt, um diese Systeme erstmal richtig zu entwickeln. Überwachen tut man sie auch, allerdings nicht mit Telemetrie. Das war so ein typisches Beispiel. Das, was Sie hier in Gold sehen, ist eine kundenspezifische Antenne, die wir für Airbus damals entwickelt haben. Da ist relativ viel Leistung, die ins System muss. Man hat relativ große Abstände. Also war es eine Spezialentwicklung. Was man hier unter dieser schwarzen Welle sieht, ist die Applikation unserer Sensoren. Genau. Dann ja, nicht bloß für Airbus, das gibt es natürlich auch alles für Boeing. Gibt es ja diesen berühmten Flugzeug, das eben eine größere Spannweite hat als alle anderen. Da gibt ein Riesenproblem an den Flughäfen. Was haben sie dann gemacht? Dann macht man die zum Einklappen, geht natürlich nur im Betrieb am Boden, kann natürlich dann so nicht fliegen. Aber das sind auch so Projekte, die dann immer wieder ein neues Design kundenspezifisch von uns brauchen. Vielleicht ein kleiner Einblick. Was ist denn eigentlich unter so einer Welle drunter? Egal, ob das jetzt eine Luftfahrtwelle ist oder eine andere Welle. Ein kleiner Verstärker, der auf die Welle aufgebracht wird. Sensoren, Rotorinduktionsschleife, alles dann sehr eng gepackt, ohne Unwucht. Deswegen eben der Verstärker, der um die Welle gewickelt werden kann. Und dann wird das Ganze dementsprechend unter
unter einem Verguss gesichert, dass wir hier auch hohe Temperaturen standhalten können. Also wir können da bis 160 Grad gehen, problemlos und sehr hohe Drehzahlen damit fahren. Dieser kleine Verstärker ist in dem Fall jetzt ein bis zwei Kanalverstärker. Wir können die kaskadieren bis 8 Kanäle. Es ist sogar möglich bis 16, aber da muss man sich fragen, ob es irgendwann vielleicht platztechnisch doch keinen Sinn mehr macht. Wichtig ist, gerade in der Luftfahrt natürlich, dass es sehr, sehr leicht ist alles. Und auch in der Luftfahrt sehr, sehr wichtig ist die EMV. Weil in der Luftfahrt man nicht bloß den, sage ich mal, NAVCOM wird gestört, sondern auch andere Systeme könnten gestört werden. Das heißt, hier sind die Normen extrem eng und müssen eben gehalten werden. Das hatte ich bereits schon im Vorhinein gesagt, dass wir eben in den Serien, sie heißen jetzt nicht mehr EC, es sind jetzt, glaube ich, AHAs, das sind die ganzen Rettungshubschrauber, Search and Rescue, die sind equipped mit der Mastmomentanlage für die Entwicklung von neuen oder Konzepten und Hubschraubern im FTI-Bereich, natürlich an sämtlichen Wellen, die sich drehen. Der Hubschrauber ist so ein Paradebeispiel. Es dreht sich hier was, es dreht sich hier was, es schüttelt und vibriert. Und in jedem Bereich muss man irgendwo messen, der Antrieb vom Tailrotor, dann natürlich der Hauptantrieb und seine Momente, dann haben wir hier Getriebe drin, Blattlasten haben wir hier oben, möchte alles kontrolliert erfasst werden, um das ganze System immer noch stabil zu halten. Ich habe dann hier noch das Beispiel eines Hauptrotorsystems, das heißt, wir sind mit diesem System hier direkt auf dem Hauptrotorkopf. Sie sehen, da geht es ziemlich eng zu, 72 Kanäle. Wir können sämtliche Sensoren damit auslesen. Sie sind auch per Software programmierbar, die Schnittstellen. Das heißt, man kann auch im Nachhinein noch aus einem Temperatursensor einen Dehnungssensor machen, wenn man ihn dementsprechend umkonfiguriert und eben den richtigen Sensor anschließt. Wir haben hohe Bandbreiten, die wir damit fahren können und natürlich sind wir EMI-proof. Ja, das ist jetzt der Anwendungsfall für diese Büchse, die hier oben quasi montiert ist. Und dann sehen Sie hier die Details zum Tailrotor-System. Das heißt, wir haben hier die Funkantenne, die Sie vorhin schon bei der Bahn gesehen haben. Eine Auswerteeinheit, so sieht das Ganze innen aus. Lassen Sie sich nicht erschrecken von diesem Kunststoffgehäuse. Das war das Mock-up und der Kunde hat es dann in sein Originalgehäuse gebaut. Tailrotor muss sehr leicht sein, deswegen haben wir uns hier für die Radiotelemetrie entschieden, weil induktives System tendenziell immer etwas schwerer ist. Jetzt sind wir natürlich viel auch in der Forschung unterwegs. Hier sehen Sie den Rotor-Teststand der TU München, der mit einer unserer Telemetrien equipped ist. Hier hat der Lehrstuhl sehr viel geforscht an dem Blatt und der Aerodynamik. Und dann natürlich für generell die Entwicklung von Rotorblättern und Rotorköpfen von Hubschrauberherstellern eben im Prüfstandsbereich. Das ist nochmal ein Anwendungsbeispiel von unseren Systemen. Dann natürlich die ganzen FTI-Systeme. Hier sehen Sie hier eine Reihe von Antriebswellen, die Sie irgendwo finden im Hubschrauber, in verschiedenen Hubschraubern. Hier ist die Anforderung natürlich, dass sie drehen sehr schnell. Es muss sehr gut auf das Wuchten geachtet werden und generell haben wir hier sehr hohe Temperaturgradienten. Hier nochmal eine Detailaufnahme von einer nicht ganz fertiggestellten Applikation. Hier sind wir an Dehnungssensoren. Wir haben noch Temperaturkompensation dazu und hier so eine Pickup, die kundenspezifisch designt wurde für den Kunden. Sieht dann am Schluss so aus, alles natürlich gesichert. Haben eine halbe Stunde, gell? Dann haben wir die Drohnen, das was in aller Munde zurzeit ist. Ja, da gibt es natürlich verschiedene Konzepte. Wir haben den Volocopter mit seinen vielen Rotoren oder mit diesem E-Jet-Konzept von Lilium zum Beispiel. Das sind zwei Kunden, die eben mit diesen Systemen arbeiten. Hier nochmal das System Radiotelemetrie, hier der Empfänger. Also wir haben Antenna Diversity, es ist hier eine abgebildet. Wir haben aber bis zu vier Antennen, die wir auslesen und eben dann das beste Signal verwenden. Hier haben wir ein 4x8-Kanalsystem gehabt, das dann eben an eine Auswerteeinheit die Ergebnisse funkt und dann wird es in die Datenerfassung eingeschleust. Hier ein kurzer Einblick in die Realisierung von so einem Projekt. Ist natürlich ein
rein kundenspezifisches Projekt. Das sind die Verstärkermodule in dem Fall. Hier haben wir ein Power Supply Modul, dass wir erstmal die ganze Wandlung machen von der HF-Energie in einen DC Voltage, damit wir unsere Elektronik versorgen können. Dieses Grüne sind in dem Fall die Koppler. Der rotierende Teil ist dieser etwas schwerere Klotz, der größere Klotz hier. Dort sind eben die ganzen Einschiebe drin. Und das Grüne ist die Rotorantenne auf der rechten Seite und das Linke in dem Fall die Statorantenne. Hier haben wir 24 Temperaturkanäle realisiert, zusätzlich zu 32 Kanälen mit Demesh-Streifen. Ja, nur ganz kurz, gut, in Ariane 6 wird es auch eine Realisierung von uns geben. Ich möchte es nur der Vollständigkeit halber erwähnen. Und dann geht es eben um das Testen von EMV. Wir machen das natürlich nicht blind und fahren damit ins Labor. EMV ist eine Sache, das ist ein Buch mit 7 Siegeln, sage ich immer. Das schaut man sich erstmal im Labor selber an. Das machen wir meistens in unserem kleinen Messraum. Schauen wir erstmal, okay, wo liegen wir denn? Und machen so die Grobjustage und dann fahren wir erst in das zertifizierte Labor, wo wir dann hoffentlich Ergebnisse kriegen wie das hier. Und dort sind eben wirklich bis in dem Fall minus 90 dB sind wir clean. Und genau so muss es dann auch optimalerweise sein. Dann will ich noch kurz über die Schifffahrt sprechen. Haben wir auch in unserem Titel versprochen. Worum geht es da? Es geht um die Langlebigkeit der Motoren. Es geht darum, dass uns das Schiff nicht irgendwo über See liegen bleibt. Und natürlich auch darum, die Motoren effizient zu nutzen und auch hier wieder ein bisschen auf unseren CO2-Ausstoß zu achten. Das heißt, wir messen in den Getrieben, wir messen in den Antriebssträngen, manchmal messen wir auch in den Motoren und typische Kunden natürlich hier Centa, MAN, Mancraft, die Systeme dann in den Schiffen verbauen, um eben auch Health and Usage Monitoring zu betreiben oder eben Engineering, wie fahre ich den Motor am besten, was ich am meisten raushole und trotzdem noch sicher unterwegs bin und den nicht überlaste oder in einem falschen Bereich fahre. Dann haben wir die Windindustrie, die ist auch ein Standbein von uns. Wir brauchen immer mehr Strom. Die ganze Elektrifizierung der Automobile ist ein extra Thema, aber wir müssen diesen Strom erzeugen ohne unsere Atomkraftwerke. Die sind abgeschalten. Es ist der Weg der Zukunft unter anderem und in der Windkraft. Da geht es natürlich um extreme Momente, die so ein Windrad erzeugt. Also Sie müssen sich überlegen, wie viel Megawatt da erzeugt werden. Es ist eine regenerative Energie, deswegen machen wir den ganzen Spaß. Es gibt Offshore und Land-Based. Das heißt, Offshore wäre natürlich ein Super-GAU, wenn das System ein Problem hat und dann steht und dann kommen wir erstmal hin und planen eine Wartung. Diese Getriebe sind extrem groß und die sind alle kundenspezifisch angefertigt. Wenn das Getriebe wirklich einen Schaden hat, dann kriegen Sie das nicht innerhalb von 2-3 Wochen nachproduziert und dann irgendwie montiert. Deswegen ist gerade hier das Health and Usage Monitoring ein ganz, ganz großer Punkt. Die 16 Megawatt, die über so ein Getriebe gehen, ist natürlich eine Ansage. Was ich aber eigentlich zeigen wollte, sind nämlich genau diese Schäden. Ja. Das passiert dann und wenn das passiert ist, dann dreht sich da nichts mehr. Und das wollen wir eben mit einer Messung oder mit Messungen und mit einer Überwachung vorher in den Griff kriegen. Und sehr viele Windkraftanlagenhersteller möchten das auch inzwischen einbauen. Jetzt ist es natürlich so, dass so eine Windkraftanlage riesig ist. Das heißt, wir müssen unsere Verstärker irgendwie darauf verteilen. Wir müssen ja den Verstärker nahe dem Sensor haben und nicht irgendwie nahe unserer Übertragungsstrecke, weil dann haben wir auf den Sensorleitungen einen Haufen Dreck, den wir damit induzieren und dann messen wir auch nur Mist. Was messen wir hier? Hauptsächlich die Getriebelasten. Was haben wir für Herausforderungen? Wir haben starke Vibrationen, Temperaturänderungen und natürlich gerade Offshore, Salzwasser und dergleichen. Ja, hier will ich vielleicht ein Beispiel nennen von unserer neuesten Entwicklung. Das ist unser Mastermind-Verstärker, der eben die Möglichkeit hat, als Daisy-Chain zu fungieren. Ich kann quasi, es sind immer 4-Kanal-Module und die kann ich dann beliebig kaskadieren bis zu 256 Kanälen. Der Vorteil ist auch, dass diese Module in Stock sind. Das heißt, sie können sehr schnell nachgeliefert werden. Wir können diese Systeme auch per Software konfigurieren. Das heißt, wir müssen nicht jeden Verstärker, so wie früher, selber bauen. Wir können die Filterfrequenzen setzen per Software. Dadurch hat man natürlich eine hohe Flexibilität und vor allem auch dem Kunden gegenüber eine Lieferbarkeit.
Skalierbarkeit, die sich deutlich besser abbildet wie früher die kundenspezifisch entwickelten Systeme. Wie sieht es dann aus? Das sieht jetzt in dem Fall so aus. Hier haben wir einen Highspeed-Datenstrom, da haben wir mit Dehnungsmessstreifen gearbeitet. Wir können dann sogar noch parallel im System arbeiten mit einem Temperatursystem, das eigentlich nur sehr langsam abgetastet werden muss. Schieben das Ganze dann wieder über unsere Koppelstrecke rüber auf den Empfänger. Gut. Das sind jetzt die Systeme, die ich Ihnen heute vorstellen wollte. Natürlich macht Manna viel, viel mehr. Wir haben die Standard-Telemetrien, wir haben OEM-Lösungen, wir haben Standard-Torque-Flanges, also Drehmoment-Messflansche, die wir anbieten, sehr, sehr spezielle, kundenspezifische Lösungen, dann die Turbinentelemetrien und die Radiotelemetrie für die schnelle Messung oder für die leichten Systeme. Uns ist wichtig, dass bei uns alles in einem Haus stattfindet. Wenn Sie ein System von uns kaufen, dann wird es bei uns entwickelt. Das Design, das Konstruktive erfolgt bei uns und die Produktion und die Kalibrierung. Außerdem bieten wir natürlich unser Training für unsere Systeme und die Handhabung an. Wir geben nichts extern an Know-how. Wir möchten alles in einem Betrieb halten. Natürlich einen sehr hohen Qualitätsstandard, sonst wären wir kein Lieferant der Luftfahrt, würden Sie gar nicht akzeptieren. Und was wir auch anbieten, wir haben unser Kalibrierlabor ausgebaut, wir haben eine DAX-Zertifizierung für Drehmoment erhalten und haben hier auf der rechten Seite unseren 500 Meganewton Prüfstand, Kilonewton, 0,5 Meganewton Prüfstand, der auch DAX-zertifiziert ist. Dann haben wir natürlich diverse kleine Prüfstände. Das bieten wir übrigens nicht bloß für unsere Fabrikate an, das bieten wir auch für Fremdfabrikate an. Hier nochmal unser größter Prüfstand. Das ist eben hauptsächlich in der Schifffahrt oder in den Windkraftanlagen. Wenn man da Flansche verwendet, muss man diese Lasten fahren und möchte sie natürlich auch zum gewissen Teil in der Kalibrierung anfahren. Dafür verwenden wir unseren 500er Stand. Manna selber sitzt im Süden von Deutschland, hier in Baden-Württemberg, in Speichingen ist unser Headquarter. Wir haben Vertriebsstellen in Deutschland, wir haben sie aber auch weltweit und wir leisten natürlich auch Support weltweit. Es ist ein Familienunternehmen in zweiter Generation. Mein Vater hat das Unternehmen vor etwa 35 Jahren gegründet und meine Schwester und ich sind vor 4 Jahren mit eingestiegen und möchten das eben weiterhin erfolgreich mit ihm zusammenführen. Er wird noch nicht in Rente gehen, aber er möchte sein Know-how natürlich weitergeben an uns, bis wir soweit sind und das Schiff in den Hafen fahren können. Das ist unser Headquarter noch, wie gesagt, 90 Kilometer südlich von Stuttgart, an der Autobahn gelegen, einfach zu erreichen. Weltweit eben die Vertretungen. Und wir sind heute hier in Halle 1, Stand 556. Ups, da habe ich mal was verschoben in der Layout. 556, diesen Gang vor und dann links, dann sehen Sie uns. Und ich freue mich, Sie dort beraten zu können, wenn Sie Fragen haben und ein bisschen mehr Details zu speziellen Themen wissen möchten. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Haben leider nicht mehr viel Zeit für Fragen, aber wir können die gerne auf dem Stand dann beantworten.